Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für einen Vlog und ich möchte euch heute mit durch meinen Tag nehmen. Heute ist der 24. Februar. Heute gibt es einen kleinen privaten Potluck mit sehr lieben Menschen hier bei mir. Es findet ja auch einmal im Monat ein großer Rohkost-Potluck hier in Leipzig statt, wo jeder herzlich willkommen ist, der sich für eine gesunde Ernährung interessiert. Heute eher im kleineren Rahmen und wer nicht weiß, was ein Potluck ist, Potluck heißt so viel wie Topfglück und das heißt einfach, dass jeder etwas Zubereitetes mitbringt. In unserem Falle ist es vegane Kost, vorwiegend Rohkost, aber es wird heute kein reiner Rohkost-Potluck sein. Ich habe gestern Abend zwei vegane Gerichte gekocht, einen Linsengulasch und einen veganen Gulasch und ich weiß, dass mindestens noch eine Freundin irgendetwas Erhitztes, ich schätze mal etwas Gebackenes, mitbringen wird. Ich freue mich heute sehr auf diesen Tag mit Menschen, die ich sehr, sehr schätze und natürlich auch auf die bunte Vielfalt, die bunte Rohkost. Und ich möchte euch heute mit durch meinen Tag nehmen und euch zeigen, was ich zum Beispiel so am Morgen mache, mein Morgenritual. Es ist jetzt gegen 9.30 Uhr, ich bin jetzt circa schon 30 Minuten wach und ihr habt ja auch schon gesehen, ich habe meine Haare gebürstet. Ich pflege meine Haare ja auf sehr natürliche Weise. Ich wasche meine Haare auch nur mit Lavaerde oder Natron und als Spülung verwende ich eigentlich nur Wasser und Apfelessig und dann bürste ich meine Haare und das war's auch schon. Also ihr könnt auch sehen, wenn ich mich jetzt ein bisschen runterbeuge, das ist meine Naturhaarfarbe, so wie sie ist. Meine Haare werden auch noch nicht grau, obwohl ich ab heute schon im 43. Lebensjahr bin. Also ich habe noch meine natürliche Haarfarbe ohne graue Haare und ich schätze, das hat auch viel mit meiner Ernährungsweise zu tun. Basische Ernährung, viel Grün und regelmäßiges Fasten und Entgiften. Und ich zeige euch jetzt, was ich nach dem Haarebürsten meistens am Morgen im Bad praktiziere. Und da habe ich hier so eine Gesichtsbürste für eine sanfte Massage für das Gesicht. Das ist am Morgen eine gute Stimulation für die Haut im Gesicht. Das macht auch so ein bisschen wacher, habe ich das Gefühl. Und ist so eine sanfte Massage, das fördert die Durchblutung der Haut und da werden auch so kleine Hautschüppchen sanft abgelöst. Leider gibt es diese Gesichtsbürsten nicht in veganer Form. Das sind, man sagt zwar Naturbürsten, aber die sind dann meist vom Pferd oder vom Schwein. Genau, mit dieser Bürste massiert man dann einfach so das Gesicht. Das ist wirklich sehr angenehm, eine sehr angenehme Massage. Ich mache das jetzt schon seit mehreren Monaten. Es ist wirklich sehr angenehm. Würde das missen, wenn ich das morgens nicht mehr praktizieren würde. Dann kann man auch hier die Stirn. Ich habe ja auch schon ganz lange Stirnfalten, so Denkerfalten. Also schon eigentlich seit Anfang der 20er oder Mitte der 20er hat sich das auch ausgeprägt. Genau, und das ist immer sehr angenehm, wenn man da so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen über die Stirn gehe und diese Stirn massiere. Genau. Und einfach so rum, auch ein bisschen am Hals. Ich habe ja auch eine Trockenbürste für den Körper, das mache ich auch fast jeden Tag, aber heute werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich will noch einiges vorbereiten. Ich habe gestern Abend auch schon einiges für den Potluck heute vorbereitet. Ich bin erst heute Morgen um 2 zu Bett. Wir haben gestern Abend so gegen 11 auch noch einen Übernachtungsgast bekommen. Da habe ich mich natürlich auch noch mit ihm unterhalten und dann noch einiges vorbereitet. Und dann war ich erst um 2 im Bett. Vielleicht sehe ich deswegen auch noch ein bisschen verpeilt aus. Ich hatte ja kürzlich die Julia vom YouTube-Kanal Julia Rawsam zu Gast und sie hat mir dann auch gesagt, ja leider ist es so, ab wenn man dann über 30 ist, dann sieht man morgen nicht mehr so frisch aus. Da sieht man erstmal morgen ein bisschen verpeilt aus und das kann ich nur bestätigen, das ist meistens so. Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich über einen längeren Zeitraum den Vormitternachtsschlaf praktiziere, also so gegen 21 Uhr zu Bett gehe, spätestens 22 Uhr, und wenn ich auch nicht zu spät gegessen habe, sagen wir so um 17 Uhr und ich dann mit leeren Magen ins Bett gehe, dann schlafe ich viel entspannter und dann sehe ich morgens auch viel entspannter aus. Aber leider bin ich oft eine Nachteule. Ich kann wunderbar am Morgen in der Nacht arbeiten und gehe manchmal erst um 2, 2:30 zu Bett. Ich liebe diese Ruhe in der Nacht und kann dann auch sehr konzentriert und fokussiert arbeiten, was mir tagsüber ein bisschen schwerfällt. Aber ich tendiere immer mehr dahin, den Vormitternachtsschlaf zu praktizieren und habe dann auch mal so Phasen, wo ich das auch wirklich schaffe. Und dann merke ich auch, dass es mir sehr, sehr gut tut. Nach dieser sanften Bürstenmassage wasche ich mir mein Gesicht einfach nur mit kaltem Wasser. Anschließend habe ich auch noch etwas zur Hautpflege. Das habe ich schon mal in einem Video erwähnt, wo ich meine alternativen Kosmetikprodukte vorgestellt habe. Und zwar nutze ich eine Pflanze für meine Hautpflege und die zeige ich euch jetzt.
Das sind meine Aloe Vera Pflanzen. Mittlerweile habe ich 3 Stück. Eines noch im Wohnbereich und hier im Bad stehen jetzt 2 Aloe Vera Pflanzen. Die verwende ich für meine Hautpflege. Die Aloe Vera ist eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Und das Tolle, sie spendet natürliche Feuchtigkeit für die Haut und besitzt pflegende Eigenschaften. Hier seht ihr ein Stück Aloe Vera. Man kann einfach dann hier so ein Pflanzenblatt abschneiden mit einem Messer und sich dann immer ein Stück abschneiden. Und dann schneidet man eine Seite auf und verwendet dieses Gel und kann sich damit die Haut, also ich vorrangig das Gesicht, einreiben. Man kann so ein Blatt für längere Zeit, für mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Das mache ich dann auch immer. Ich ernte so ein Blatt, schneide mir ein Stück ab, pflege damit meine Haut und den Rest des Blattes bewahre ich im Kühlschrank auf und am nächsten Morgen schneide ich mir einfach wieder ein Stück ab und verwende es wieder für die Hautpflege. Ich schneide mir so ein Stück von diesem Blatt ab, dann schneide ich eine Seite auf und ziehe diese Pflanze so ein bisschen auseinander und dann seht ihr hier schon dieses Gel und damit kann man dann eben sein Gesicht pflegen. Ich habe jetzt hier so ein aufgeschnittenes Aloe Vera Stück, das ist ziemlich glitschig und ziemlich schleimig und damit reibe ich mir jetzt das Gesicht ein. Unter den Augen. Auf La Palma gab es ganz viele wild wachsende Aloe Vera Pflanzen, riesige Aloe Vera Pflanzen und da habe ich mir auch oft einfach so ein Blatt abgebrochen, die konnte man da auch in einem Bioladen kaufen, habe ich mir auch dann einmal gekauft und die gab es da so, ja, so in Massen, da habe ich dann auch immer mal Aloe Vera gegessen, immer mal so ein Stück gelutscht wie ein Bonbon, schmeckt noch nicht viel. Aber es hat ja sehr wohltuende Inhaltsstoffe. So. Und es ist, fühlt sich auch sehr, sehr gut an, dieses Gel hier auf die Haut so aufzutragen. Man merkt richtig, dass die Haut diese Feuchtigkeit aufsaugt. Kann man auch dann noch ein bisschen einmassieren, verreiben. Als nächstes ist die Mundpflege dran und ich praktiziere ja schon seit mehreren Jahren das Ölziehen und seit ein paar Wochen nutze ich eine andere Mischung und führe dann auch so eine Art Ölziehen durch. Nur ist dieses Ölziehen, diese Mischung, komplett fettfrei. Und ich zeige euch gleich, welche Mischung das ist und was sie für eine Wirkung hat. Das ist eine Mischung aus Beinwellwurzelpulver und Wasser. Das habe ich gestern Abend angerührt. Das war so ein Teelöffel dieses Pulvers und eine kleine Tasse Wasser verrührt. Und das ist jetzt über Nacht richtig schön aufgequollen. Und mit dieser Paste, mit dieser Mischung, kann man so eine Art Ölziehen, eine Spülung durchführen. So ähnlich wie das Ölziehen. Man nimmt einfach so 1-2 Teelöffel in den Mund und zieht es dann durch den ganzen Mundraum 5-10 Minuten, wenn es möglich ist, auch 15-20 Minuten. Und dieses Beinwellwurzelpulver wirkt entzündungshemmend und kann auch die Heilung von Gewebe fördern und beschleunigen. Ist also sehr gut für das Zahnfleisch, aber auch für die Zähne. Eine Freundin von mir hat 4 Wochen lang mit dieser Mischung eine Spülung jeden Morgen durchgeführt, 20 Minuten, und hat mit einer Zahnpasta aus Kokosöl, Natron und Birkenzucker, ich glaube, das waren die 3 Hauptzutaten, die Zähne geputzt und konnte damit Karies stoppen. Also mit dieser Freundin werde ich auf alle Fälle auch nochmal ein kleines Video, ein kleines Interview hier auf meinem Kanal hochladen. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Erfahrungsbericht. Also, um Entzündungen im Mund vorzubeugen oder auch um Karies zu stoppen, kann man eben jeden Morgen mit dieser Mischung die Zähne spülen, den ganzen Mundraum spülen. Und das werde ich jetzt tun für ca. 5-10 Minuten. Und während dieser Zeit lüfte ich oft unsere Zimmer oder räume den Geschirrspüler aus oder nehme Wäsche ab oder mache irgendwas anderes Nützliches im Haushalt. Meine Zähne putze ich am Morgen nicht mit einer üblichen Zahnpasta oder einer üblichen Zahnbürste. Ich frühstücke ja am Morgen nicht. Ich praktiziere das intermittierende Fasten und esse immer erst nach 12 Uhr. Aber was ich am Morgen gern mache, vor allem nach diesem Ölziehen und nach diesem Spülen mit dieser Beinwellwurzelmischung. Ich habe hier so eine natürliche Zahnbürste, einen Mieswackzweig. Damit kann man auf ganz natürliche Art und Weise seine Zähne pflegen. Diese Mieswak-Zahnbürste ist schon seit dem Altertum bekannt und ist heute auch noch im arabischen und afrikanischen Raum verbreitet. Es gibt auch auf meinem Blog einen Artikel zum Mieswak-Zweig, wo ich das genau nochmal beschreibe, wie man sich aus so einem Zweig eine Naturzahnbürste herstellt. Ich verlinke euch diesen Artikel wieder oben in den Infokarten oder unten in der Infobox. Und da
Da gestaltet man sich eben so eine natürliche Bürste und dann reinigt man jeden Zahn einzeln. Also man geht dann hier jeden Zahn einzeln durch, reinigt auch die Kauflächen und die Innenseiten. Und danach hat man so ein wundervolles, glattes Gefühl auf den Zähnen. Das schätze ich auch sehr. Der Zweig enthält auch natürliches Fluor und natürliche Inhaltsstoffe, die dann auch mit bei der Zahnpflege mit dem Mieswachzweig zur Anwendung kommen. Während ich hier weiter putze, könnt ihr euch mal anschauen, wie der Mieswachzweig aussieht, wenn ihr ihn nach Hause geschickt bekommt, bevor man ihn zu so einer Naturzahnbürste umwandelt. So sieht der Mieswachzweig aus, wenn er frisch ins Haus kommt. Ich habe mir diese Mieswachzweige, ich glaube, das sind 5 in der Packung, genau, bei Marie Natur bestellt. Das ist ein ganz frischer Zweig und man schält einfach hier vorne 1 cm von der Rinde ganz dünn ab und kaut ein bisschen auf dem Zweig herum. Und dann hat man hier so eine Bürste und ihr seht, der Zweig, der schrumpft auch nochmal tüchtig. Ich stelle ja diese Bürste einfach nur in ein offenes Glas und hier in der Packung bleibt er lange frisch. Mein Ältester fand diese Bürste, die ich verwende, auch sehr interessant und hat sich dann selber auch eine Zahnbürste geschnitzt, die er dann auch regelmäßig verwendet. Ihr findet den Link zu diesen Mieswachzweigen unten in der Infobox. Nachdem ich mit dem Mieswachzweig meine Zähne gereinigt habe, spüle ich einfach mit Wasser meinen Mund aus, weil es kann sein, dass manchmal noch so ein, zwei Fasern mit im Mund zurückbleiben, während man mit dieser Bürste putzt. Meine Morgenrituale im Bad sind abgeschlossen und jetzt geht es rüber ins Nachbarzimmer und da bringe ich meine Lymphe in Schwung. Wir haben seit ca. 2 Monaten ein Mini-Trampolin in unserem flexiblen Raum stehen und ich habe dieses Gerät sehr schätzen gelernt. Es ist ein wundervolles Gerät, um die Lymphe anzuregen, um die Lymphe in Schwung zu bringen. Und gerade wenn man eine sitzende Tätigkeit hat wie ich, dann ist es einfach eine geniale Möglichkeit, zwischendurch einfach mal 10 Minuten auf dieses Trampolin zu gehen und zu seiner Lieblingsmusik zu schwingen. Ich versuche es auch manchmal 2-mal am Tag einzurichten, dass ich also 2-mal 10 Minuten am Tag hier auf diesem Trampolin springe und das gibt mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich kann man auch die Lymphe durch andere Bewegungen anregen, durch Joggen, durch Fahrradfahren, durch Schwimmen, generell durch viel Bewegung, vor allem in der Natur. Das mache ich natürlich auch, vor allem am liebsten mit meinen beiden Kindern, aber es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit zwischendurch, wenn man eben wenig Zeit hat, die Lymphe anzuregen. Und ich führe ja auch so 5 bis 6 Mal in der Woche meine Kräftigungsübung durch, wie Kniebeuge, Liegestütze, auch Plank. Das ist so meine absolute Lieblingsübung. Also ich führe verschiedene Übungen durch für verschiedene Muskelgruppen. Und was ich mir dann jetzt auch angewöhnt habe, seitdem wir dieses Mini-Trampolin haben, dass ich erst 10 Minuten auf diesem Trampolin springe und dann ca. 100 Hampelmänner mache auf diesem Trampolin. Das ist so genial. Danach ist man richtig schön warm und dann mache ich meine Übungen. So, jetzt gehe ich mit euch in die Küche. Wenn ich morgens in meine Küche komme, schaue ich erstmal nach meinen Sprossen und nach meinem Grünkraut und versorge alles mit frischem Wasser. Ich zeige euch mal, was ich gerade hier aktuell bei mir in der Küche wachsen habe. Das ist Kresse, das sind Rettichsprossen, das sind Senfsprossen, die gerade zu Grünkraut wachsen. Hier in dem großen Glas wachsen Alfalfasprossen. Nach 7 Tagen ist das ganze Glas voll Sprossen. Hier in dieser Keimschale, das sind Brokkolisprossen. Und hier im Sprossenturm, der ist 3-etagig, da wachsen oben in der obersten Etage Erbsensprossen. In der untersten oder in der mittlersten wachsen Kamutsprossen. Und hier ganz unten, das sind Weizensprossen. Und diese 3 Sprossensorten verwende ich für Gras, also für Kamutgras und Weizengras. Und die Erbsensprossen, aus denen ziehe ich schmackhaftes Erbsengrünkraut. So, ich spüle jetzt erstmal hier diese Sprossen und gieße das Grünkraut und dann zeige ich, was ich noch in meiner Küche mache. An meiner Spüle stand noch dieses Keimglas, das habe ich jetzt fast übersehen. Da wachsen Gerstensprossen und auch aus diesen Gerstensprossen werde ich Gras ziehen, Gerstengras. Also diese Gerstensprossen, die sind schon fertig, die kann ich heute im Laufe des Tages schon aussehen. Auch diese Sprossen, die sind schon fertig und auch die werde ich heute im Laufe des Tages aussehen. Als nächstes kümmere ich mich um das Grünkraut und um die grünen Gräser. Die werde ich jetzt gießen. Hier habe ich auch schon geerntet. Da wächst jetzt
die zweite Portion Weizengras nach. Und ihr könnt vielleicht sehen, dass die Erde schon ziemlich trocken ist. Am Anfang gieße ich mit reichlich Wasser, wenn ich die Weizengräser oder Kamutgräser frisch aussehe. Kommt noch ein bisschen Erde über die Gräser und dann gieße ich reichlich mit Wasser. Was aber dann auch dann im späteren Verlauf, wenn die Gräser wachsen, passieren kann, wenn man zu viel gießt, dann schimmelt die Erde. Und deswegen habe ich mir hier so eine Sprühflasche zugelegt. Und damit kann man sehr sparsam die grünen Gräser und das Grünkraut besprühen. Und das mache ich jeden Morgen und manchmal auch am Abend. Wenn ihr auch Sprossen, Grünkraut und grüne Gräsergärtner seid und auch so ein ähnliches Problem hattet, dass die Erde schnell schimmelt, weil ihr vielleicht zu viel Wasser gießt, dann kann ich euch diese Sprühflasche empfehlen. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Das Sonnenblumenkerngrün wird auch schön abgesprüht. Ich presse mir jetzt erstmal einen Grassaft. Ich nehme diese Anzuchtschale, da wächst Weizengras und Gerstengras und das werde ich mir jetzt entsaften. Und ich entsafte dieses Gras mit dem Rolls-Royce unter den Entsaftern mit dem Angel Chooser. Den hat sich unser Mitbewohner Henry gekauft. Wir dürfen den mitbenutzen und ich habe immer noch die Stimme von Patrick Strohbach im Ohr vom YouTube-Kanal Ro Vegan im Limit, der mir immer wieder empfohlen hat, Säcke. Kauf dir den Angel Chooser, du wirst es nicht bereuen. Das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Vor allem, wenn du Wildkräuter und Gräser entsaften möchtest. Ihr seht, das ist nur eine kleine Saftausbeute. Ich werde jetzt noch ein bisschen gefiltertes Wasser hier durchgeben, das noch ein bisschen durchspülen und dann genehmige ich mir einen kraftvollen Weizen-Gerstengras-Shot. Ich empfinde ja Grassäfte immer als sehr intensiv, vor allem Weizengras. Und ich habe so das Gefühl, wenn Weizengras oder Gerstengras, Kamutgras mit dem Angel Chooser entsaftet wird, dann schmeckt das nicht zu penetrant. Also ich war sehr erstaunt, als ich dann die ersten Grassäfte mit diesem Angel Chooser genossen habe. Wir bereiten heute für den Potluck Pizza zu, Rohkostpizza. Den Boden habe ich schon vorbereitet. Der wird aus gekeimten Buchweizen hergestellt und noch Leinsamen. Noch ein paar andere wenige Zutaten. Der ist jetzt fertig und jetzt geht es daran, die Pizza zu belegen. Hier wird schon fleißig Paprika geschnitten. Hier ist schon die Käsesoße und hier noch ein paar Champignonstückchen und rote Zwiebel in Sojasauce eingelegt. Und das hier ist die Tomatensauce für die Pizza. Ich zeige euch gleich nochmal, wie die Pizza fertig aussieht. Ihr findet übrigens dieses Rezept in meinem kostenlosen Rohkostrezepte-E-Book mit 7 Rohkostrezepten. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Gerade Fingerfood zu. Wir haben jetzt hier Scheiben, Gurkenscheiben und die sind mit einem rohveganen Bärlauchkäse bestrichen. Den habe ich gestern zubereitet nach einem Rezept von Marlon von Raw Future. Der hat ja ein ganz tolles Rohkostrezepte-Buch veröffentlicht und da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Der Käse besteht unter anderem aus geschälten Hanfsamen, Paranüssen und getrockneten Sonnenblumenkernsprossen, ganz viel Bärlauch und natürlich einem probiotischen Pulver. Und die Gurkenscheiben, die haben wir jetzt hier mit diesem Bärlauchkäse bestrichen. Da kommt noch ein bisschen Kalanamak, so Eisalz drauf. Und dann haben wir hier noch so selbstgezogene Brokkolisprossen. Das ist unser wundervolles Buffet. Oh, das sieht ist das schön aus. Das ist die... War das gut jetzt? Ich dachte, irgendwann muss ich ja sagen. lecker! Ganz toll, aber einmalig. Da also das ist die herzhafte Ecke. Es gibt sogar lecker! Hier was ganz Besonderes, das ist keine Rohkost, aber Roggendinkelbrot. Selbst gebacken. Ja. Von einem wundervollen Bäcker. Lecker! Das ist Scirocco Carotti. Ah. Mit Hanf, Kokos, Knoblauch. Also die minimalisiert. Und hier ist ein Salat, das ist Alfalfa-Sprossen, Postelein und Tomaten.
Das sind diese Gurkenscheiben mit Bärlauchkäse und Brokkolisprossen. Das ist wieder so ein toller Weißkrautsalat nach Joachim mit Kreuzkümmel. Das ist hier dieser Frischkäse noch und das ist Rohkostmozzarella. Das sieht aus wie Schaum. Mit geschälten Hanfsamen. Das sieht aber so schäumig aus. Kann man mal gucken, ob das wirklich Mozzarella ist oder ob das nicht einfach eingeht immer oft drauf? Das geht nicht rein. Stimmt. Ja. Nee, stimmt. Dann sind hier Leinsamencracker. Okay, dann hier ein Salat, auch Grünkohl kann man erkennen, rote Beete, Paprika. Das ist von Silke. Marinierte Pilze. Da gibt es auch ein Video dazu. Ja. Dann haben wir hier Grünkohlchips, Leinsamencracker. Ganz fantastische Champignon-Frikadellen nach dem Rezept von Raw Future. Ehrlich? Dann ist das hier noch ein Salat. Möhre, orange Rosinen. Das ist hier die süße Fraktion, rohvegane Lebkuchen. Das ist ein bisschen Obst. Zitrusfrüchte und hier ganz fantastische Energiebällchen mit Kakao, Nüssen, Kokos, sage ich jetzt einfach mal so. Das sind auch Energiebällchen, schokoladige Energiebällchen. Das ist rohveganes Bounty. Das ist ganz Bounty. Wenigen Zutaten, schmeckt ganz köstlich. Okay. Das ist hier ein Dessert. Schokopudding. Bananenschokopudding. Das soll ein aufgepimpter Schoko-Bananenkuchen sein. Genau, das ist der gepimpte Schoko-Bananenkuchen von der Silke. Nämlich, da wird Kokosöl weggelassen, aus dem einfachen Grunde, weil Kokosöl, na egal. Ich lasse es jetzt auch weg übrigens. Ja, okay. Na, dann kannst du selber sagen, warum es weglässt. Und die Nüsse, das sind verschiedene Nussvariationen. Es ist noch etwas Mandelmus drin. Ist, ja, Mandelmus drin und noch eine geheime Zutat. Die verrätst du dann später. Doch, also unter anderem ist auch noch Zitronenabrieb drin, Mohn ist noch drin, aber noch eine geheime Zutat. Die verrate ich nicht. Hier ist auch noch eine Süßspeise, das ist mit Obst, verschiedensten Sachen. Kokosraspeln hier wahrscheinlich auch, ne? So Kokosflakes. Dann ist hier wieder ein Rohkostkuchen, habe ich mir sagen lassen, mit Stachelbeeren und Mango. Und das ist ein gebackener Kuchen von unserem Bäcker. Apfelkuchen. Der ist glutenfrei, ne? Und hier, das ist unser neues Haustier. Ein exotischer Igel. Nein, das ist Durian. Die ist noch im geschlossenen Zustand. Hier gibt es die beste Buttermilchcreme. Dazu gibt es Apfelstrudel dann gleich. Muss ich mal probieren. Ey. Das sind jetzt noch die letzten Pizzastücke. Ein Großteil unserer Potluck-Gäste sind jetzt wieder nach Hause gegangen und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, die Weizensprossen, die Erbsensprossen, die Kamutsprossen und die Gerstensprossen auszusehen. Dazu habe ich mehrere Anzuchtschalen, die fülle ich jetzt mit Aussaaterde, Bio-Aussaaterde, die ich bei uns im Bioladen kaufe. Jetzt noch gießen und dann kann alles schön wachsen. Als nächstes spüle ich wieder die Sprossen bzw. das Grünkraut, den Rettich, die Senfsprossen, die Brokkolisprossen. Davon haben wir heute schon einiges verwendet. Auch hier von der Kresse haben wir heute schon einiges verwendet. Das werde ich kurz mit Wasser spülen. Und hier die Alfalfa-Sprossen, die wachsen fleißig weiter. So, ihr Lieben, der Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen. Es kann sogar sein, dass es schon nach Mitternacht ist. Es war jetzt noch ein spannender Abend. Wir waren noch in einer kleinen Gruppe und ein lieber Freund von uns, der hat sich in den letzten Wochen sehr mit archäologischen Funden beschäftigt und mit Kulturgeschichte, Jahrtausende alter Kulturgeschichte und hat uns ein bisschen so eine Art Diashow vorgeführt mit ganz faszinierenden Funden und die Geschichte oder die Kulturgeschichte, historische Geschichte mal ganz anders, wie sie uns sonst vermittelt wurde. Das finde ich immer sehr hochinteressant. Also das bringt mich auf alle Fälle noch ein bisschen zum Nachdenken. Aber jetzt habe ich euch mal wieder mit ins Bad genommen, um euch mein Abendritual zu zeigen. Und am Abend putze ich mir natürlich, wie alle Menschen, ganz normal die Zähne, allerdings mit einer etwas anderen Zahnbürste und auch mit selbstgemachter Zahnpasta. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist meine Bambuszahnbürste und meine selbstgemachte Zahnpasta aus Kurkuma-Pulver und Kokosöl. Seht, es ist nur noch ein kleiner Rest in meinem Glas. Ich werde mir bald eine neue Paste mischen. Kurkuma besitzt antioxidative Eigenschaften, wirkt entzündungshemmend, entgiftend und antibakteriell. Und wer mit Kurkuma kocht, der wird ja wissen, dass Kurkuma stark färbt, ob es irgendwelche Plastikkochlöffel, Stabmixer oder auch Kleidung ist.
Aber das Kuriose ist, dass Kurkuma die Zähne nicht gelb färbt, sondern sogar einen bleichenden Effekt auf Zähne hat. Und das Kokosöl, das wirkt antibakteriell, also eine super Mischung, eine Zahnpasta aus minimalen Zutaten, Kokosöl und Kurkuma-Pulver. Und während ich mir jetzt die Zähne putze, blende ich euch ein wundervolles Klavierstück von meinem Ältesten, von meinem 12-Jährigen ein. Er spielt mir fast jeden Abend etwas vor, heute auch. Allerdings habe ich vergessen mitzufilmen und deswegen blende ich euch jetzt ein älteres Stück ein. Das haben wir, glaube ich, schon im Januar aufgenommen. Ich sage immer dazu eine kleine Traummusik und ich putze jetzt mal meine Zähne. Ihr seht, meine Zähne haben sich gelb gefärbt und ich beweise euch gleich, dass sie danach wieder weiß sind. Nach dem Zähneputzen spüle ich meinen Mund nochmal mit einer ganz besonderen Spülung und die zeige ich euch jetzt. In meinem Badezimmer habe ich immer ein Glas mit gefiltertem Wasser stehen und diesem gefilterten Wasser gebe ich einen Schuss Wasserstoffperoxidlösung hinzu, 3,5%. Und diese Wasserstoffperoxidlösung besteht einfach aus Wasser und Sauerstoff und ist keimtötend, wirkt auch antibakteriell, antiviral und auch pilztötende Eigenschaften und hat so eine bleichende Wirkung auf die Zähne. Also die Zähne werden heller, wenn man regelmäßig mit so einer Lösung, in was mit Wasser vermischt, die Zähne, den Mund spült. Und auch wenn man zum Beispiel Halsschmerzen hat oder so ein Kratzen im Hals, dann kann Gurken mit so einer Wasserstoffperoxidlösung mit Wasser Wunder bewirken. Kürzlich waren der Patrick Strohbach vom YouTube-Kanal Rohvegan am Limit und die Julia vom YouTube-Kanal Julia Rawson bei mir hier zu Gast und wir haben ein paar wundervolle, inspirierende Tage verbracht und die beiden haben mir eine Hautcreme, also Hautcreme in Anführungsstrichen, aus nur 3 Zutaten empfohlen, die sehr, sehr gut für die Haut sein soll und ich teste die heute das erste Mal und ich zeige euch mal, aus welchen 3 Zutaten diese besondere Creme besteht. Das hier ist die gelartige Masse, die Hautcreme aus 3 natürlichen Zutaten. Die seht ihr hier, da haben wir hier rechts das Rizinusöl, das verleiht der Haut zum Beispiel mehr Spannkraft und mindert kleine Fältchen und das wirkt zudem antibakteriell. Ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, dass mit Rizinusöl oder das Rizinusöl auch den Haarwuchs stärkt. Also es wachsen nicht unbedingt mehr Haare, aber die Haare, die da sind, die werden kräftiger. Habe ich jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass Frauen zum Beispiel sich damit die Augenbrauen streichen oder auch die Wimpern tuschen. Also Rizinusöl am Abend die Wimpern tuschen und das Ganze am Morgen wegwaschen soll, dazu verhelfen, dass die Wimpern dichter werden. Dann haben wir DMSO. Das besteht aus Wasserstoff, Schwefel, Sauerstoff und Kohlenstoff. Und das hat eben die Wirkung, dass alle Produkte, die auf die Haut aufgetragen werden, besser aufgenommen werden. Das ist sozusagen ein Wirkverstärker. Das DMSO bewirkt, dass das Rizinusöl wie auch das Balsam-Terpentin, also das Terpentinöl, besser wirken in der Haut. Und das Balsam-Terpentin, das Terpentinöl, ist ein starkes Antioxidans und kann freie Radikale gut puffern. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Gel, wie es wirkt und werde das jetzt in den nächsten Wochen testen. Ich habe jetzt hier ein bisschen was auf meine Hand gegeben und werde mir jetzt mal das Gesicht damit einreiben. Ja, es hat wirklich so eine gelartige Konsistenz. Die Haut nimmt es auf, ist also sehr angenehm. Auf der Haut. Ich kann jetzt auch kein Brennen feststellen. Also wenn genügend Rizinusöl
in diesem Gel enthalten ist, dann ist das eigentlich auch ganz angenehm auf der Haut. Wenn so viel Terpentinöl enthalten ist in dieser Creme, dann kann es auch mal auf der Haut brennen. Auch hier so ein bisschen, natürlich sollte man das auch so unter die Augen machen. Das mindert ja Fältchen. Ich habe auch schon einige Lachfältchen. So, das lässt man dann bis morgens auf der Haut und wäscht es dann morgen einfach mit Wasser, wenn man sich dann ganz normal morgens wäscht. Und dann nimmt man dann die Reste wieder ab. Also es ist ein sehr angenehmes Hautgefühl. Feuchtigkeitsspendend. Ja, also das werde ich jetzt auf alle Fälle die nächsten Wochen testen. So, das war es wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solche Vlogs sehen möchtet. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, eure Silke. Noch ganz kurz, bevor die Kamera ausgeht, mein Akku ist nämlich gleich leer. Ich flechte mir am Abend immer noch meine Haare. Meine Haare sind ja recht lang und so kann ich einfach angenehmer schlafen.